Ich möchte euch einmal kurz an ein paar Beispielen zeigen, dass man in CodeMD nicht nur super gemeinsam Texte erstellen, sondern auch einfach Tabellen anlegen kann. Dazu habe ich ein Dokument vorbereitet und ich gehe einmal in den geteilten Ansichtsmodus, sodass ihr links den Editor und rechts das Ergebnis seht. Hier habe ich eine Tabelle, die ihr auf der rechten Seite auch seht. Und alles, was ich machen muss, ist die Spalten durch senkrechte Striche zu trennen. Den senkrechten Strich erhalte ich, indem ich die Taste Alt, GR und größer, kleiner drücke beispielsweise. Und dann muss ich in einer nächsten Zeile noch mit Minus, jeweils ein Minus pro Spalte und als Trenner einen senkrechten Strich anzeigen, dass das auch wirklich eine Tabelle ist. Wenn ich diese Spalte weglasse, dann sieht das auch im Ergebnis nicht so aus, also die muss direkt darauf folgen. Die Anzahl der Minuszeichen ändert jetzt erstmal nichts am Ergebnis, da können auch mehrere drin stehen und auch Leerzeichen dazwischen ändern am Ergebnis nichts. Die Breite wird automatisch dynamisch angepasst, sodass das vernünftig aussieht. Ich habe standardmäßig die Überschriften dick gesetzt und linksbündigen Satz. Wenn ich keinen linksbündigen Satz haben möchte, ich gehe jetzt ein bisschen weiter runter, dann kann ich auch mit Doppelpunkten anzeigen, dass ich entweder rechtsbündig zentriert oder auch linksbündig haben möchte, der aber sowieso standardmäßig eingestellt ist. Hier mal ein kurzes Beispiel. Ich habe hier neben die Minuszeichen rechts Doppelpunkte gesetzt. Im Wesentlichen ist das die gleiche Tabelle wie oben. Und statt linksbündig ist jetzt plötzlich alles rechts gesetzt. Wenn ich links und rechts vom Minus einen Doppelpunkt setze, habe ich die ganze Tabelle zentriert gesetzt. Und wenn ich links den Doppelpunkt setze, ja, dann habe ich das gleiche wie ohne die Doppelpunkte im Wesentlichen. Das kann ich natürlich beliebig mischen, so wie ich das haben möchte. Und eine Anwendung dafür wäre beispielsweise ein Stundenplan, der immer online sofort mit jeder Änderung verfügbar ist. Ich könnte mir aber auch denken, dass das gut für Turniere ist, in denen alle gleichzeitig die Ergebnisse eintragen wollen und auch alle gleichzeitig darauf Zugriff haben. Das Dokument hinterlasse ich natürlich direkt hier unten unter dem Video für euch, damit ihr euch das alles nochmal in Ruhe angucken könnt.